So, ihr Lieben, es ist endlich soweit. Es geht weiter mit der Jurassic Park Buchbesprechung. Und ja, auf der einen Seite muss ich mich bei euch entschuldigen dafür, dass das Ganze eben so lange gedauert hat. Auf der anderen Seite will ich das vielleicht auch mal so ein bisschen erklären, was jetzt hier der Grund dafür gewesen ist, dass genau dieses Format so hart gelitten hat. Im Endeffekt ist es einfach diese ganze Kreativität, die eben das Video produzieren dann mit sich bringt. Ich habe das Format damals angekündigt, weil ich mir gedacht habe, komm, du liest das Buch ja sowieso und dann kannst du auch immer mal wieder kleine Parts davon aufnehmen. Und dann sind mir tausend andere Ideen gekommen, auch während dem Lesen des Buches, und dann habe ich diese Ideen eher in Videos gepackt. Dann bin ich beim Recherchieren zu den Videos, die auf den Büchern basieren, auf andere Ideen gekommen. Das Ganze hat dann irgendwann Ausmaße angenommen, bis wir dann bei irgendwelchen Was-wäre-wenn-Szenarien gelandet sind, die bei euch aber auch super gut ankommen, was mich tierisch freut. Aber ab jetzt habe ich es angekündigt, wir werden jetzt jeden Sonntag eine Jurassic Park Buchbesprechung abhalten. Jedes Kapitel jetzt Stück für Stück, damit wir da auch durchkommen. Das Schlimmste, was passieren kann, das Schlimmste, wo ich sagen kann, okay, eventuell halte ich es nicht ein, das wäre, dass in einer Woche vielleicht mehr als nur ein Part der Buchbesprechung rauskommen werden. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt hiermit mein festes Versprechen, es sei denn, es ist irgendwas ganz Krasses, womit ich das eben nicht einhalten kann, jeden Sonntag, mindestens jeden Sonntag, eine Buchbesprechung zu Jurassic Park von Michael Crichton. In diesem Sinne machen wir jetzt weiter mit Kapitel 9, Chotto. Viel Spaß mit dem Video. Da die vorhergegangenen Videos jetzt doch schon relativ lange her sind, ich meine, die kannst du gerne mal hier oben nachholen, da habe ich dir mal die anderen Parts bzw. die gesamte Playlist unserer Buchbesprechung verlinkt. Weil das Ganze jetzt schon ein bisschen länger her ist, will ich kurz nochmal auf ein paar Sachen eingehen, die eben kurz vor Kapitel 9 passiert sind, so auf die relevantesten Sachen. Würde ich ganz gerne nochmal irgendwie mit euch zusammen eingehen. Unter anderem haben wir über den Beginn gesprochen, das heißt gerade das Szenario von der Biss des Raptors war für mich ja wirklich ein Highlight, ein sehr cooler Einstieg in das Buch, den ich im Film inzwischen ziemlich vermisse. Ich finde diese ganze Geheimnistuerei, die wir im Buch am Anfang eben selber mitlesen können, wie John Hammond und wie Ingen versuchen, bestimmte Unfälle zu vertuschen, wenn es auch hier und da ein bisschen doof ist, Sachen zu vertuschen, oder wie es eben vertuscht wird. Ich meine nur als Beispiel, es wird ein Mann von einem Velociraptor gebissen, die Wunde entzündet sich, der Mann stirbt dann kurz darauf und Ingen behauptet einfach, ja, das war ein Betriebsunfall mit einem Bagger oder irgendwas ähnlichem war es gewesen. Auf jeden Fall maschinell bedingt. Und ich denke mir so, ja, das ist dumm. Dann, das ist wirklich eine dämliche Ausrede, dass da niemand dahinter kommt. Fragwürdig. Aber gut, auf jeden Fall ist es sehr interessant, dass wir mitbekommen haben, wie viel da eigentlich schief geht, wie viel John Hammond illegal im Geheimen macht und eben auch Tode vertuscht. Also Hammond geht hier definitiv über mehr Leichen als im Film. Beziehungsweise ja, im Film haben wir auch den Vorfall mit Joffrey gehabt, der ja oft von einem Raptor gefressen wurde. Und auch das wurde ja versucht, unter den Tisch zu kehren. Aber ich finde, im Buch kommt das wesentlich skrupelloser rüber. Denn kurz darauf lernen wir dann auch John Hammond kennen. Und der scheint ziemlich fröhlich zu sein. Also der kommt damit super gut klar, was da alles passiert. Und ist noch sehr zielgerichtet auf seinen Plan bedacht. Allerdings hat er hier ein kleines Problem. Aufgrund der vielen Unfälle springen ihm nach und nach Investoren ab. Er hat Angst davor, dass er seinen Park und seinen Traum nicht mehr in die Tat umsetzen kann, weil er eben die Gelder dazu nicht mehr hat. Deswegen muss ein Donald Gennaro, den wir auch aus den Filmen kennen, dafür sorgen, naja, dass eben bestimmte Personen den Park absichern. Ja, das kennen wir auch noch aus dem Film. Im Buch ist das Ganze wesentlich intensiver beschrieben. Wir lernen die einzelnen Figuren auch besser kennen. Um kurz nochmal auf Donald Gennaro einzugehen, ich hatte ja im Video davor oder im vorletzten Video zur Buchbesprechung mal angesprochen gehabt, was ihr von der Theorie haltet, dass Donald Gennaros Tochter, die Amanda heißt, ob das eventuell die Amanda Kirby aus Jurassic Park 3 sein könnte. Und nee, könnte sie nicht, ihr habt vollkommen recht, das würde vom Alter her sehr schwierig passen, das könnte man sehr schwierig zusammenmodeln. Und ja, der Nachname war auch ein anderer, wo ich aber auch sagen würde, ey, sie könnte den Namen ihrer Mutter angenommen haben, wie auch immer, vom Alter her würde das nicht zwingend passen. Dann haben wir uns noch mit Dr. Alan Grant und Ellie Sattler beschäftigt und hier bin ich immer noch der Meinung, dass diese beiden Charaktere und
nicht falsch verstehen, ich liebe Alan Grant und Ellie Sattler aus den Filmen. Aber die beiden aus den Büchern oder aus dem Buch, die wir bis jetzt kennengelernt haben, sind so viel menschlicher. Und das muss man wirklich sagen, obwohl die beiden Charaktere ja im Film schon wirklich super gut rüberkommen, hier hat man wirklich mehr das Gefühl, dass die, naja, auch so ihre eigenen Probleme mit sich tragen. Im Film geht es irgendwie immer nur darum, naja, Dr. Grant freut sich über Spenden für die Paläontologie. Hier erfährt man so ein bisschen auch den Hintergrund, warum das Ganze denn so wichtig ist. Warum ist die Paläontologie im Buch denn so stark von Spenden abhängig? Und das liegt teilweise mit eben an der Biotechnologie, die eben so weit fortgeschritten ist, dass immer mehr Investoren ihre Gelder in Biotechnologie stecken, anstatt eben in Menschen, die, naja, in der Vergangenheit rumwühlen. Alan Grants Charakter hier ist wesentlich mürriger als im Film, und für diejenigen von euch, die hier neu auf dem Format sind oder auf dem Kanal sind, ich habe das Buch noch nie komplett durchgelesen gehabt. Und angefangen habe ich das Buch mal zu lesen vor etlichen Jahren schon, also ich habe da wirklich noch sehr wenig im Hinterkopf. Und ich hoffe einfach mal, dass Alan Grant nicht permanent so mürrisch ist. Es ist am Anfang... ist es sehr amüsant, weil er eben so er ist sehr ehrlich mürrisch. Also er sagt wirklich, wenn ihm etwas nicht passt. Irgendwann fängt es aber an, so ein bisschen, es wirkt sehr aufgesetzt mit der Zeit. Ellie Sattler hingegen ist ein super cooler Charakter, die kommt mir noch ein bisschen cooler vor als in den Filmen. Im Film war sie ja auch cool, aber hier ist sie halt so diejenige, keine Ahnung. John Hammond betritt den Trailer, um sich eben mit den beiden zu treffen, wie auch im Film. Und Ellie macht sich erstmal ein Bier auf und trinkt dann eben ein Bier auf Ex vor John Hammond. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die mir halt sehr gut gefallen haben, weil das kommt irgendwie, es hat eine ganz coole Charakterwirkung, meine ich. Sie hat das Bier, glaube ich, gar nicht auf Ex getrunken. Das haben wir irgendwann, haben wir uns darüber lustig gemacht im Livestream. Auf jeden Fall hat sie auf einmal angefangen, Bier zu trinken. Und da gibt es sogar eine schöne Referenz drüber in Jurassic World Dominion, wo Alan Grant Ellie Sattler ein Bier anbietet und sie sagt dann, ja, vielleicht aber nicht gerade um 11. Und das ist eine Referenz ans Buch, weil sie da nämlich einfach schon morgens oder vormittags gegen 11 Uhr sich ein Bier reingeknüppelt hat. Und ja, ihr merkt also schon, die Charaktere hier sind anders als im Film. Ich finde irgendwie menschlicher, weil die halt alle so andere Charakterzüge haben. Und zwar so extrem stark andere Charakterzüge. Letztes Mal sind wir dann dastehen geblieben, dass Alan und Ellie, die haben so Blaupausen von John Hammond zugeschickt bekommen, wo man quasi den Park ein bisschen beschrieben sieht. Und die beiden lesen sich das alles durch oder schauen sich diese Blaupause an und bemerken dann, naja, so Auffälligkeiten eben an den Bauten. Sie wissen eben nur, dass es dabei um einen Park geht und sie gehen von einem Freizeitpark aus. Und dann merkt Alan Grant aber an, dass hier Stromzäune mit einer sehr hohen Voltzahl angegeben sind. Und dann sagt er halt, okay, wofür auch immer das sein sollte. Interessant ist aber auch, dass hier Bunker eingezeichnet sind, die sehr stark an Bunker aus dem Weltkrieg erinnern. Wie wir wissen, sind das eben dann später die Schutzbunker und die Zäune sind eben die Gehege der Dinosaurier. Auch Ellie bemerkt dann später an, dass dieser ganze Park aufgebaut ist wie ein Zoo. Auch das Besucherzentrum und alles drum und dran wird dann eben kategorisiert und wird näher beschrieben. Auch, dass da bestimmte Hotelzimmer sind. Habt ihr euch jemals gefragt, wo John Hammond überhaupt wäre, während der Jurassic Park am Laufen ist? Also gehen wir mal davon aus, der Park würde jetzt heute öffnen. Von wo aus würde dann John Hammond diesen Park leiten? In meinem Kopf war das immer irgendwo vom Festland aus, per Computer. Das war irgendwie mein Grundgedanke. Nee, John Hammond hat einfach ein eigenes Gebäude, also eine eigene, es wird hier als Hotelanlage bezeichnet. Und da sind dann verschiedene Häuschen drauf. Und auf einem Eingangsschild steht dann eben auch drauf John Hammond. Auf einem anderen Dennis Nedry. Also die Leute, die wohnen dann wirklich auch fest im Park. Macht ja auch total Sinn. Ich habe mir da irgendwie nie Gedanken drüber gemacht. Oder wenn, habe ich immer gedacht, ja, keine Ahnung, die fliegen halt trotzdem nach Hause. Ich weiß nicht. Also ich finde das sehr schön, dass wir hier wirklich mehr Einblicke zum Park bekommen. Und das ist eben der riesige Vorteil, den ihr einfach beim Medium Buch habt. Was ein Film nicht zwingend umsetzen kann, weil dann müsste ja der Film ständig auf irgendwelche Häuschen filmen und Expositionen lastig dann erklären. Und hier schläft John Hammond. Ist eben ungünstig. Hier, das Medium Buch nutzt das eben komplett aus und erklärt uns genau, wie diese Insel aufgebaut ist. Fand ich persönlich sehr schön. Jetzt kommen wir zum neuen Kapitel und da geht es eben darum, dass John Hammond und der Anwalt Donald Gennaro anfangen, die Gruppe von Spezialisten einzusammeln. Wir wissen, um wen es sich dabei handelt. Ellie Sattler, Alan Grant und eben Ian Malcolm. Das sind die Personen, die den Park absegnen sollen, damit die Investoren die Klappe halten und sich denken, okay, wenn die Leute sagen, dass der Park in Ordnung und sicher ist, dann passt das auch. Alan Grant zum Beispiel ist hierbei sehr wichtig, weil er in der Welt von Jurassic Park, vom Buch, unter den Paläontologen quasi sowas wie ein Star ist.
Ja, da kannst du dir, wie gesagt, gerne mal die Playlist anschauen. Darüber haben wir auch schon ausführlicher gesprochen. Alan Grant und Ellie Sattler werden dann eben in Chutto abgeholt von Donald Gennaro und von John Hammond. Und zwar mit einem Privatjet. Und da bin ich zuerst so ein bisschen stutzig geworden, weil ich habe mir gedacht, ich will nicht, dass die jetzt mit einem Privatjet auf die Insel fliegen. In meinem Kopf muss das ein Helikopter sein. Allerdings wird dann eben auch noch erwähnt, dass sie nochmal eine Zwischenlandung machen, und zwar in Costa Rica, um bestimmte Angelegenheiten zu klären. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann von Costa Rica aus auf die Isla Nubla fliegen mit einem Helikopter. Ich schätze mal, das wird so ablaufen. Wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht und schreibt es mir auch nicht in die Kommentare. Also versucht einfach mal Spoiler zu vermeiden, auch für mich persönlich. Alan Grant ist hier eben wieder sehr mürrisch und erklärt dann eben auch, wie er es hasst, dass er Geldsäcken, wie er es selber sagt, so ein bisschen in den Arsch kriechen muss. Er mag das halt überhaupt nicht, und Ellie Sattler sagt dann eben so, naja, das gehört aber einfach heutzutage zu unserem Job mit dazu, weil wir eben auf solche Spenden angewiesen sind. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass Grant, das Mürrische, das ist manchmal ganz cool, aber ich hoffe, dass das so ein bisschen organischer später noch kommt. Egal, auf jeden Fall steigt dann eben auch Grant in den Privatjet ein, und dann wird auch beschrieben, dass Grant hier scheinbar relativ groß zu sein scheint, weil während Ellie Sattler ziemlich elegant durch das Flugzeug laufen kann, hat Grant damit seine Schwierigkeiten. Er sagt eben, dass das Luxusflugzeug ja relativ klein ist, dafür, dass es halt Luxus sein soll. Schüttelt dann auch John Hammond und Donald Gennaro die Hand und stellt sich eben vor. Und dann kommt was sehr, sehr Interessantes. Was sehr, sehr Interessantes. Das Charaktermodell von Donald Gennaro ist im Buch folgendermaßen beschrieben. Der Typ ist ein Mitte 30-jähriger, muskulöser Mann. Ich habe Donald Gennaro ab jetzt anders im Hinterkopf, wenn ich das Buch lese. Der Donald Gennaro aus den Filmen ist bei mir jetzt komplett rausgestrichen, weil der ist weder Mitte 30, also der ist ja auch in dem Film schon älter, und halt schon gar nicht muskulös. Was später noch interessant wird, denn ich erinnere mich noch daran, wie Ian Malcolm beschrieben ist. Ganz kurzer Spoiler an der Stelle mal. Die Charakterisierung der Figuren sind manchmal so ein bisschen verdreht. Also wir kommen noch zu Ian Malcolm dann später. Auf jeden Fall wird Donald Gennaro sofort als uncharismatisch charakterisiert. Alan Grant kann ihn schon nicht leiden, und er schaut dann erstmal Ellie Sattler an und fragt sich dann eben, sie sind ja eine Frau. Nach dem Motto, warum kommt eine Frau mit? Wollen wir hier echt die Meinung von einer Frau wissen? Und Ellie Sattler antwortet dann darauf einfach ganz trocken, ja, kommt halt vor, dass schon mal eine Frau was zu sagen hat. Und Grant lacht darauf hin und sagt dann, okay, die mag den auch nicht. Der scheint schon ein ziemlicher Arsch zu sein. Finde ich ganz lustig. Donald Gennaro war ja auch im Film unsympathisch, er war einfach ein bisschen fehlgeleitet, finde ich. Donald Gennaro im Film ist aber nicht wirklich unsympathisch, seien wir mal ganz ehrlich. Der ist halt nervig, er ist halt ein bisschen doof, aber hier ist er wirklich unsympathisch, was wir auch vorher erfahren haben eben, dass er auch damit zögert, auf die Insel zu fliegen, weil Gennaro einfach sehr große Angst davor hat, dass John Hammond Scheiße baut. Und ich meine, Donald Gennaro vertritt ja Ingen und John Hammond als Anwalt. Und er hat aber langsam das Gefühl, okay, ich kann diesen Mann nicht vertreten. Was ich gerade hier mache, ist einfach falsch. Und Gennaro weiß auch mehr als die anderen. Das heißt, Gennaro weiß von den Dinosauriern. Er weiß auch davon, dass es 15 verschiedene Spezies gibt. Das weiß er alles. Der Rest weiß es aber eben auch noch nicht. Und Alan Grant spricht das Ganze dann auch an und sagt, hier, ist das irgendwas Geheimes mit diesem Park? Und John Hammond sagt dann daraufhin, naja, es ist soweit geheim, dass wir den großen Clou erst preisgeben wollen, wenn der Park einer breiten Masse geöffnet werden kann. Und dann switchen wir das Thema rum, und jetzt kommt was, worauf ich lange gewartet habe. Wir führen jetzt Lewis Dodgson ein. Warum hat Jurassic World das nicht so gemacht wie hier? Es wäre in Jurassic World zu spät gewesen, man hätte die Geschichte ein bisschen umdrehen müssen, aber wir erfahren jetzt hier, dass Lewis Dodgson im Buch noch nicht der CEO von Biosyn ist, dass der quasi schon vorher kriminelle Machenschaften am Laufen hatte. Der hatte mit der Biotechnologie bereits Experimente an Menschen gemacht. Und ist dann daraufhin aus seiner alten Firma rausgeflogen und dann irgendwann zu Biosyn gekommen. Jetzt hat er einen Rat einberufen. Und die hocken dann da in so einem Raum und warten noch auf eine letzte Person, weil man braucht quasi eine ungerade Zahl für eine Abstimmung im Endeffekt, damit auf gar keinen Fall 50-50 Stimmen abgegeben werden können. Wofür stimmen die jetzt aber hier ab? Lewis Dodgson erklärt eine Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist eine Gefahr, was er gerade erklärt. Lewis Dodgson erklärt es vielleicht ein bisschen typisch Bösewicht, in typischer Bösewicht-Manier, aber eigentlich erklärt er hier Folgendes, dass Biosyn, dass Ingen in der Lage ist, Dinosaurier zu erschaffen. Das platzt einfach mal so aus ihm heraus, und die ganzen
die ganzen Leute in diesem Saal, die zur Abstimmung eingerufen wurden ins Biosyn-Zentrum, sind erstmal still und denken sich, was hat er eben gerade gesagt? Und dann erklärt Louis Dodgson so ein paar Sachen, die ihm einfach aufgefallen sind bei seiner Nachforschung über Injun. Und du denkst dir nur, das ist eine extrem krasse Referenz an unsere heutige Gesellschaft. Wie man so blind sein konnte, das nicht zu sehen. Und Louis Dodgson geht auch darauf ein, dass spätestens bei den Eierschalen Injun hat einfach einer Firma die Rechte an einem bestimmten Plastik abgekauft. Und dieser Plastikstoff ist dafür gemacht, um Eierschalen zu imitieren. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wieso im Jurassic Park, also auch im Film später, Eier da waren, obwohl die Saurier gar nicht ausgebrütet wurden, sondern die wurden ja künstlich erschaffen. Das sind keine echten Eierschalen. Diese Eierschalen sind diese Plastikeierschalen, die sich eben aber so verhalten wie echte Eierschalen. Er erklärt dann eben noch so ein paar andere Auffälligkeiten, die darauf hinweisen, was Injun dann da eben gemacht hat. Und wir erfahren auch, dass Biosyn auch mit der Rückwärtsforschung beschäftigt ist. Das heißt, Biosyn nimmt sich im Endeffekt Ergebnisse von Firmen, gerade auch von Biofirmen, und verfolgt die dann rückwärts bis zum Ursprung zurück. Also die machen quasi im Endeffekt DNS-Klau oder zumindest Datenklau, indem sie einfach Sachen nehmen und dann zurückforschen. Louis Dodgson geht dann darauf ein, dass diese Dinosaurierforschung schon sehr bald patentiert sein wird. Und wenn das der Fall ist, haben die keine Chance mehr, danach zu ziehen. Deswegen sagt er, die müssen irgendwie an Dino-DNS von Injun kommen, müssen diese DNS bis zum Ursprung zurückverfolgen und ab dann anfangen, Sachen zu ändern. Das machen sie übrigens auch in Jurassic World Dominion. Aus diesem Grund haben Biosyn-Dinosaurier zum Beispiel Federn, weil sie ja das hundertprozentige Bio- oder Dinosaurier-Genom von Biosyn haben. Das wird in Jurassic World Dominion auch wieder aufgegriffen. Deswegen sehen Biosyn-Dinosaurier einfach anders aus. Finde ich sehr interessant, dass das schon im ersten Buch angesprochen wurde. Und das zeigt einfach wieder mal, dass Jurassic World bei aller Kritik meinerseits aus sich wirklich stark am Buch orientiert. Auf jeden Fall sagt dann Louis Dodgson auch Sachen wie, wenn wir nicht aufpassen, wird Injun Folgendes mit dieser Dinosaurier-DNS machen. Sie werden Dinosaurier züchten, sie werden dann Merchandise verkaufen, Videospiele, Pullis, Kappen, was auch immer. Sie werden Haustier-Dinosaurier erschaffen. Und alle gucken dann erstmal so nach vorne Richtung Louis Dodgson und wundern sich, was hat er eben gerade gesagt? Mr. Dodgson, was heißt denn Haustier-Dinosaurier erschaffen? Und Louis Dodgson erklärt das Ganze dann, dass ein logischer nächster Schritt, also der Typ ist wirklich schlau, weil er denkt einfach Schritte weiter. Und wie wir wissen, wird das auch in Jurassic World dann später auch so passieren, dass Dinosaurier abgerichtet werden können. Dass die dann zum Beispiel als Haustiere benutzt werden. Das kommt zwar in Dominion oder generell in Jurassic World so als Haustiere nicht vor, wir wissen aber, wozu Dinosaurier später noch abgerichtet werden. Louis Dodgson sieht das hier kommen. Louis Dodgson ist quasi der Ian Malcolm der Antagonisten. Also er erklärt direkt in diesem Buch, was für eine Gefahr später besteht. Ihm ist es einfach nur scheißegal, weil er eben sagt, wir müssen das können, weil es eben sehr viel Profit macht. Daraufhin erklärt dann auch Louis Dodgson, dass er jemanden hat, einen Kontaktmann, mit dem er sich jetzt treffen wird. Und dieser Kontaktmann hat 24 Stunden Zeit, diese Embryos zu beschaffen. Und dann gehen wir noch ganz kurz darauf ein, dass im Raum, wo diese Abstimmung ist, sitzt eine Sekretärin. Und die nimmt diese ganze Abstimmung auf mit so einem Tonband. Und Louis Dodgson verhindert aber, dass diese Abstimmung auf Tonband aufgenommen wird, indem er einfach sagt, sie müssen hier keine Antwort geben, sie müssen mir einfach nur schweigend zustimmen. Und dann nicken die einfach alle. Das Ganze ist aber eben nicht auf Band aufgenommen, weil ja keine Stimme aufgenommen wurde. Und deswegen können diese Biosyn-Mitarbeiter nicht belastet werden. Ich wette mal, dass darauf später noch eingegangen wird, dass man an die deswegen nicht rankommt, weil es keinen wirklichen Beweis dafür gibt, dass die zugestimmt haben, dass Louis Dodgson das Ganze eben macht. Das heißt, er nimmt alles auf seine Kappe, was er danach eben später auch noch sagt, und er trifft sich dann mit Dennis Nedry. Damit endet dieses Kapitel jetzt hier und ich bin wirklich heiß drauf zu erfahren, wie es gerade mit Louis Dodgson weitergeht. So führt man doch einen Bösewicht ein. Wieso hat man das denn nicht so in Jurassic World gemacht? Jetzt mal ohne Mist, wir hatten 3 Filme gehabt. Diese 3 Filme wurden von vornherein als Trilogie geplant. Das wäre der Bösewicht, den wir hätten so aufbauen müssen. Ich meine, er war ja schon irgendwie zum Teil aufgebaut gewesen in Jurassic Park 1. Führt jetzt irgendwie weiter und erklärt uns einfach, dass Louis Dodgson jetzt das macht, was er hier in Jurassic Park macht, nur halt dann später in Jurassic World, vielleicht ein bisschen abgewandelt. Finde ich echt super cool, ich bin unfassbar gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und im nächsten Kapitel mit dem Titel Malcolm beschäftigen wir uns mal genau mit Ian Malcolm. Und auch da weiß ich schon noch ein paar Sachen, was Ian Malcolm angeht. Da müsst ihr euch aber noch gedulden bis nächste Woche, aber ich verspreche euch schon mal eins,
Das ist wirklich auch sehr interessant. Was diesen Mann angeht, wie dieser Mann beschrieben ist, darüber sprechen wir im nächsten Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist zufrieden damit, dass wir jetzt mit der Buchbesprechung ein bisschen rasanter weitermachen und es gefällt dir generell, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare. Diskutiert auch gerne über das Kapitel oder über die vergangenen Kapitel, aber bitte spoilert keine zukünftigen Kapitel. Das wäre sehr nett. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.